Herr, Frau Präsidentin. Wenn Sie wüssten, wie viele Briefe ich immer noch kriege mit Herr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bürgerschaftliches Engagement ist eine unverzichtbare Bedingung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ob Altenpflege oder Sportverein, den Beistand für sterbende Menschen, die Freiwillige Feuerwehr, das THW, der Schützenverein. Ich selbst bin auch erster Vorsitzender unseres Schützenvereins in meinem Heimatort in Wendenborstel oder die Kirchengemeinden bis hin zu den Suppenküchen und Tafeln. All das leisten vor allem die Ehrenamtlichen. Und somit sind Tag um Tag Menschen für Menschen da, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 80% des Engagements finden im ländlichen Raum statt, so sagt es der Bericht. Ihnen werden die Namen Silke Weibels, Frank Prietzel, Markus Schade, Mareike Schlüter oder Mario Hotze, Tristan Müller und Andreas Ohling aktuell nicht sagen. Aber in meinem Wahlkreis im Schaumburger Land und im Landkreis Nienburg kümmern sich eben die besagten Menschen, die ich eben gerade aufgezählt habe, oder tragen aktuell diese Menschen Verantwortung für 3.500 Kinder und Jugendliche. Warum? Weil in beiden Landkreisen aktuell die Kreisfeuerwehrzeltlager der Kreisjugendfeuerwehren stattfinden. Und ich finde, wenn eben Menschen bereit sind, für eine so große Anzahl an Kindern und Jugendlichen, 3.500 circa an der Zahl, die Verantwortung zu übernehmen, inklusive derer, die sich eben drumherum engagieren, die Jugendfeuerwehrwarte, die Betreuerinnen und Betreuer, aber auch die Ehrenamtlichen aus den Ortschaften, die dafür sorgen, dass die Essensausgabe funktioniert, die Bratwurstbuden, die Getränkebuden bestückt sind, die Kaffeetafel funktioniert, dann ist das ein hervorragendes und sehr respektvolles Engagement, vor der ich persönlich meinen Hut ziehe. Ich selbst habe im vergangenen Jahr selbst einige Tage in einem solchen Kreisjugendfeuerwehrzeltlager bei mir im Heimatlandkreis Nienburg verbracht, um einfach mal mitzuerleben, wie dieses Lagerleben funktioniert, was sie da so machen. Nicht nur Tage, sondern auch Nächte. Die Nächte auf dem 50 cm breiten Feldbett waren spannend, aber ich habe sie überlebt. Und ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie es auch mal. Das, was dort geleistet wird, verdient unser höchsten Respekt. Aber mir fallen da auch noch Namen ein wie Philipp und Dennis Tölke, Josephine Büte, Sebastian Fahr, Ute und Andreas Esse, Thomas Wolf und einige mehr, die jedes Jahr immer den Weg hier nach Berlin suchen, nämlich dann, wenn die internationale Woche tagt bzw. läuft. Nicht um diese zu genießen, sondern um auf der Grünen Woche Sanitätsdienst als Kreisbereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes aus dem Landkreis Schaumburg dort Dienst zu tun, ehrenamtlich, freiwillig. Die nehmen dort ihren Erholungsurlaub, um dort eben dabei zu sein, damit den Menschen geholfen werden kann, die eben aufgrund von Unglücken, von Unfällen, weil es ihnen nicht gut geht, sofort geholfen werden kann. Auch das verdient meinen höchsten Respekt. Und so gibt es viele unzählige Beispiele, die wir eben auch schon gehört haben, in unserer Gesellschaft, die dazu beitragen, dass eben genau diese Menschen aus meiner Sicht unsere Gesellschaft zu einer besseren machen. Als niedersächsischer Abgeordneter eines ländlich geprägten Raumes sehe ich die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Tätigen, und bürgerschaftliches Engagement gewinnt hierbei an besonderer Bedeutung. Denn durch das Ehrenamt verbinden wir aus meiner Sicht auch Generationen und schaffen auch eine gerechtere Gesellschaft, beispielsweise in und bei den Mehrgenerationenhäusern. Bund und Länder haben sich in einer Rahmenvereinbarung dazu bekannt, die Zukunft dieser wichtigen Institution nachhaltig zu sichern. Auch in meinem Wahlkreis gibt es seit dem Aufwuchs der Mittel 4 Mehrgenerationenhäuser. In Stolzenau, Nienburg, Stadthagen und auch in Rinteln leisten Ehrenamtliche unermüdlichen Einsatz und bieten ein vielfältiges Angebot von der Hausaufgabenbetreuung bis zum Demenzcafé. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen da, wo es möglich ist, das Ehrenamt so unbürokratisch wie möglich gestalten. Das ist eine Aufgabe für die kommende Legislaturperiode. Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden reichen hier nicht mehr aus, sondern wir müssen hier liefern. Aber auch soziale Unternehmen sollten wir im Blick haben und auch im Blick nehmen. Denn wenn sich aus ehrenamtlichen Initiativen professionelle Strukturen bilden, dann ist das doch auch eigentlich in unserem Sinne. Welcome beispielsweise unter der Schirmherrschaft unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ein Beispiel dafür. Welcome ist als kleine Initiative gestartet. Heute unterstützen an über 250 Standorten in Deutschland vor allem viele ehrenamtlich tätige Frauen Familien in den anstrengenden Wochen nach der Geburt, insbesondere auch bei Mehrlingsgeburten, indem sie bei alltäglichen Herausforderungen helfen.
Ich bin nun vor 6 Wochen selbst Vater von Zwillingen geworden. Aber wir haben... Vielen Dank. Wir haben aber das große Glück bei uns zu Hause, dass wir die große Unterstützung meiner Eltern und meiner Schwiegereltern haben. Aber viele haben das eben nicht. Und ich glaube, dass genau solche Initiativen wie Welcome eben unterstützenswert dafür sind, um diese Familien eben zu unterstützen und ihnen eine helfende Hand zu bieten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin nun der letzte Redner dieser Debatte in dieser letzten Sitzungswoche in der laufenden Wahlperiode, in der 18. Wahlperiode. Und ich darf mich erstmal den Dankesworten meiner Vorredner anschließen. Frau Dr. Hein, Herr Brase, Herr Kollege Brase, Ihnen beiden auf jeden Fall alles erdenklich Gute für Ihre Zukunft. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, damit Sie sich auch auf Ihren vielleicht Unruhestand, aber vor allen Dingen auf Ihren Lebensabend freuen können. Und uns allen eine erfolgreiche und auch etwas schöpferische Sommerpause, damit wir dann gestärkt auch nach der Sommerpause in einen fairen Wahlkampf starten können und wir uns hoffentlich dann, ich sage jetzt mal bewusst, Ende September alle gesund und munter hier wiedersehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Debatte.